Ich stelle meine italienische Stadt auf einer Lego-Ausstellung aus. Alle Infos dazu und mehr in diesem Video. Ich stelle am 7. und 8. Oktober auf dem Berliner Steinewahn in Berlin-Tegel aus. Dort wird die italienische Lego-Stadt ausgestellt. Und außerdem hat der Typ aus dem Keller mit mir die Star-Wars-Welten gebaut. Das sind einmal Hoth und einmal Endor. Zwei Star-Wars-Planeten aus Lego. Meine italienische Stadt wird bis Anfang Oktober so weit fertig sein, dass ich die linke Seite der Stadt sowie den Hafen und den Strand ausstellen kann. Den Hafenbereich haben wir ja im letzten Stadtupdate mit mega Fortschritt gebaut. Die Folge findet ihr oben in der Infokarte. Freut euch auf weitere Stadtupdates mit super Fortschritt. Und natürlich könnt ihr mich auf der Ausstellung auch treffen. Ich werde dort den Samstag über die ganze Zeit vor Ort sein und Sonntag denke ich wahrscheinlich auch. Ich bin gespannt, wer von euch alles kommen wird. Nun zur Frage der Videos zum Steinewahn. Natürlich findet ihr in meinen Stadtfolgen den Bau meiner italienischen Stadt. Die Star Wars Morgs werden der Typ aus dem Keller und ich noch hauptsächlich auf Instagram posten. Und natürlich kommt auch ein Video zur Lego-Ausstellung. Ein kleiner Vlog mit Komplettübersicht über den Steinewahn wird erscheinen. Dort seht ihr dann detaillierte Aufnahmen zu unseren Star-Wars-Welten, der italienischen Stadt und natürlich der ganzen Lego-Ausstellung. Zum BSBT, auf dem ich ja letztes Wochenende war, ist in dieser Art auch schon ein Video erschienen. Schaut es euch gern oben in der Infokarte an. Grüße gehen raus an die Zugleute. Auf der Lego-Ausstellung seht ihr neben meiner Morgs auch diesen Lego-QR-Code, zu dem es eine kleine lustige Geschichte gibt. Wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall jetzt hier an. Ansonsten bin ich gespannt, wer von euch alles zum Steinewahn kommt. Und wenn nicht, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao.